Das digitale Ornament, High Resolution Design through Computation. Was ist das Ornament? Grundsätzlich wird ein Ornament definiert als ein sich meist wiederholendes, oft abstraktes Muster oder abstrahiertes Muster mit für sich genommen symbolischer Funktion, aber normalerweise ohne einen praktischen Nutzen. In der Architektur und im Kunstgewerbe wird ein Ornament grundsätzlich als Dekoration verwendet, um Teile eines Gebäudes oder eines Objekts zu verschönern. Das Ornament hat aber natürlich eine sehr lange Geschichte und sehr starke kulturelle Bedeutung. In ganz Eurasien und im Mittelmeerraum gibt es seit über 3000 Jahren eine reiche und eine sehr verbundene Tradition des pflanzlichen Ornaments. Das traditionelle Ornament aus anderen Teilen der Welt stützt sich typischerweise mehr auf geometrische und tierische Motive. Um jedoch die Rolle des Ornaments und seine Bedeutung heutzutage besser verstehen zu können, möchte ich mit einer kurzen Abhandlung zur Geschichte des Designs beginnen. Designs sind in modernen Formen der Massenproduktion verwurzelt. Zwar wurden bereits griechische Münzen, römische Amphoren und venezianische Galeeren in großen Mengen massenproduziert, doch als sich die Industrialisierung im 18. Jahrhundert beschleunigte, beendete diese Mechanisierung die Verbindung, die enge Verbindung zwischen dem Benutzer und dem Hersteller. Und um diese neuen Stand der Lücke zu schließen, wurde schließlich die Rolle des Designers geschaffen. Der Designer gestaltet neue Produkte, die den Verbraucher ansprechen und findet auch Wege, sie so effizient wie möglich herzustellen, stellt aber im Gegensatz zum früheren Handwerker die Dinge nicht mehr selbst her. Objekte, die eben vor der Industrialisierung hergestellt waren, waren grundsätzlich Unikate. Sie wurden von Craftsmen, von Handwerkern, von Künstlern einzeln angefertigt, speziell hauptsächlich auch für ein gehobenes Klientel. Das hat sich geändert im 18. Jahrhundert mit der Industrialisierung. Einer der bedeutendsten Personen in dieser Zeit war Sir Henry Cole. Die Industrialisierung hat ihre Anfänge im Vereinigten Königreich. Cole war ein britischer Beamter und Erfindung und er überredete damals die britische Regierung, die landeseigenen Errungenschaften der Industrialisierung mit der ersten sogenannten Weltausstellung zu feiern, die untergebracht war im Crystal Palace, einem riesigen vorgefertigten Glas- und Eisengebäude, das von dem Architekten Joseph Paxton entworfen wurde. Der Kristallpalast war mit Exponaten aus der ganzen Welt gefüllt und zog über 6 Millionen Menschen an. Die Ausstellung umfasste Maschinen, Textilien, Naturprodukte und Möbel. 1852 gründete Henry Cole dann das Victoria and Albert Museum mit Sammlungen von den Gegenständen aus der großen Ausstellung. Und diese waren dann Beispiele dessen, was er als gutes Design ansah. Die große Frage für die Designer im 19. Jahrhundert war, wie sie eine Sprache, eine eigene Sprache finden könnten, die für die Gestaltung maschinell hergestellter Objekte geeignet war. Und anstatt aus handwerklichen Techniken entwickelte Formen mit Maschinen zu kopieren. Schlüsselfigur in diesem Prozess war der Designer Christopher Dresser, der sich mit Maschinen und industrielle Fertigung auf eine Art und Weise beschäftigte, die wirklich mehr als fortschrittlich war. Er schuf hunderte von Massenprodukten, Textilien, Wandbeläge, Keramiken, Glaswaren und Metallarbeiten einschließlich dieser sehr ikonischen Teekannen. Dresser schaffte es, starke geometrische Formen und auch organische Muster zu verbinden, um seiner Arbeit ein sehr markantes, zeitgemäßes Aussehen zu verleihen. Eine weitere bedeutende Ikone war natürlich Henry Ford, den alle kennen. Er war nicht nur der Erste, der eine neue Produktart entwickelte, sondern weil er es sehr viel besser machte als seine Vorgänger. Und dadurch konnte Ford eben das erreichen, was vielen vor ihm für unerreicht blieb, nämlich Luxusprodukte wie in dem Fall das Automobil für den Massenmarkt zugänglich zu machen. Einer der prominentesten Gegner des Ornaments ist der österreichische Architekt Adolf Loos. Loos, berühmteste Schrift, der Vortrag Ornament und Verbrechen. Darin argumentiert er, dass Funktionalität und die Abwesenheit von Ornamenten im Sinne menschlicher Kraftersparnis ein Zeichen hoher Kulturentwicklung sein
und dass der moderne Mensch wirkliche Kunst allein im Sinne der bildenden Künste erschaffen könne. Ornamentale Verzierungen an einem Gebrauchsgegenstand seien eine ebenso unangemessene wie überflüssige Arbeit. In der kunstgeschichtlichen Literatur gilt Loos als ein wichtiger Wegbereiter der modernen Architektur und des modernen Designs mit ihrer entsprechenden Programmatik Form Follows Function. Und obwohl er dem Bauhaus gegenüber eher kritisch war, ist sein Einfluss auf diese bedeutendste Schule für Kunst und Design und Architektur des 20. Jahrhunderts unbestreitbar. Das Bauhaus, das 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet wurde und 1925 nach Dessau zog, wird gemeinhin mit der Ideologie des Funktionalismus in Verbindung gebracht. Tatsächlich gab es aber jedoch nie nur einen einzigen Bauhausansatz. Hier sind ein paar Beispiele an Möbeln, die hier unter anderem Walter Gropius entwickelt hat. Wir sehen, das ist sehr reduziert, das ist sehr einfach. Das Material hat einen besonderen Stellenwert, die Verbindungen und die Details. Das hier ist schon ein klein bisschen experimenteller, aber auch hier ging es wirklich darum, dem Material auch gerecht zu entwerfen und vor allem den Fertigungsprozessen gerecht zu entwerfen. Marcel Breuer mit diesem Holzstuhl und ein paar Jahre später, als dann auf einmal eine neue Technologie zum Vorschein kam, und zwar die Möglichkeit, Stahlrohre zu binden, hier völlig neue Geometrien, völlig neue Formen. Trotz alledem sieht man zum Teil noch Verbindungen, die eigentlich eher aus dem Vorgängermaterial, dem Holz, herrühren. Max Bill, der Ulmer Hocker, einer der wichtigsten Vorreiter auch des modernen Designs, des klassischen Funktionalismus. Besonders an dem Bauhaus, an der Schule, war eigentlich dieser Mix von Disziplinen, die Verbindung von Kunst, Architektur, Design und performativen Künsten in einer experimentellen, in einer offenen und vorurteilsfreien Umgebung. Und auch das war eben Bauhaus, auch das ist dort passiert. 1932 zog das Bauhaus nach Berlin, wo sein letzter Direktor Ludwig Mies van der Rohe die Schule dann ein Jahr später unter zunehmendem Druck der Nazis schließen musste. Zur gleichen Zeit begann in Frankreich Le Corbusier sein Schaffen. Le Corbusier ist einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Und seine Gestaltungsphilosophie basiert auf ganz ähnlichen Prinzipien wie die des Bauhaus. Er sieht die Aufgabe des Architekten im Erstellen von zweckmäßigen, funktionalen und vor allem wirtschaftlichen Entwürfen. Und er bekennt sich dabei umfassend zu den technologischen Möglichkeiten seiner Zeit. Der Einsatz von Eisenbeton, Stahl und Fertigteilen gibt ihm die Möglichkeit, eine neue, völlig neue, formal nicht mögliche Architektur zu realisieren. Corbusier entwickelt unter anderem mehrere Regeln für seine Architektur. Unter anderem waren das die Regel, dass das Gebäude vom Boden erhöht sein sollte, um eben Freiraum, öffentlichen Raum zu schaffen. Die Idee, durchgehende Fensterbänder zu haben, die teils auch um die Ecke gehen, um wirklich sehr viel Licht auch in den Innenraum zu lassen. Der bandfreie Innenraum nur mit Stützen basierend auf einem Raster, um im Inneren größtmögliche Flexibilität zu erlauben. Die Dachterrasse, dadurch, dass wir eben den Boden, den unteren Raum nicht nutzen können als Lebensraum, gibt es eine Dachterrasse, die öffentlich oder die zugänglich ist für die Bewohner. Die von Corbusier gegründete Architekturlehre nimmt sich die reine Funktionalität der Maschine zum Vorbild für die Gebäudegestaltung. Daraus resultieren klare und einfache geometrische Körper, die auf Grundformen den Rechteck, das Kreis und das Quader zusammensetzen. Und für ihn wird die Architektur zur Wohnmaschine. Das Ganze nahm immer größere Maßstäbe an. Seine größten Gebäudekomplexe waren die Unité d'Habitation. Davon gibt es unter anderem in Marseille ein Gebäude, es gibt aber auch eins in Berlin. Und er trieb es sogar noch so viel weiter, dass er wirklich sehr große, diktatorische Städtebauentwürfe entwickelt hatte, basierend auf dieser Idee der Wohnmaschine. Corbusier entwarf aber auch oder gestaltete auch Möbel natürlich. Und auch hier sehen wir einen sehr innovativen Umgang mit dem Material Stahl. Ähnlich fortschrittlich war die Designphilosophie des amerikanischen Industriedesigners Raymond Loewy, die er mit dem Wort Maya beschrieb. Most advanced, yet acceptable. So fortschrittlich wie möglich, aber eben immer noch annehmbar. Also nicht zu weit vom Consumer, vom
Kunden entfernt. Loewy gilt als einer der bedeutendsten Gestalter der USA und ist besonders für seine Entwürfe im Stromliniendesign bekannt. Er arbeitete über mehrere Disziplinen hinweg, im Industriedesign, aber auch im Kommunikationsdesign, in der Grafik. So zum Beispiel das Logo der Lucky Strike Schachtel ist von Loewy, genauso wie die Air Force One Lackierung, Coca-Cola Automaten, Greyhound Scenic Cruiser Bus und das ehemalige BP Logo. Ein ähnlich technologiegetriebener Ansatz findet sich in den Arbeiten von Charles und Ray Eames wieder, einem amerikanischen Designer-Ehepaar, das wirklich einen sehr großen Beitrag zur Entwicklung des modernen Möbeldesigns leitete. Das ist, wie die Eames lebten. Das Besondere an ihren Arbeiten ist, dass ihre Objekte aus bestimmten Materialeigenschaften oder Fertigungsmöglichkeiten entstanden und nicht eben andersherum. Sie haben wirklich versucht, das Material zu verstehen, herauszufinden, was das Material will, was es kann, um das dann in ein Objekt zu übersetzen. Noch radikaler war jedoch der Ansatz von Ettore Sozzas und seiner Memphis Group, einer 1982 in Mailand gegründeten italienischen Design- und Architekturgruppe, die postmoderne Möbelstoffe, Keramiken, Glas- und Metallobjekte entwarfen. Und Memphis stellte diesen oberflächlichen Fokus auf Funktionalität in modernen Designobjekten in Frage und konzentrierte sich stattdessen auf die spielerische und die fantastische Interpretation von Alltagsformen. Im Vordergrund steht das Möbel als Ikone mit hohem Wiedererkennungswert, das aus elementaren Formen, auch hier wieder die Grundformen, Kegel, Kugel, Pyramide, Würfel zusammengesetzt und aber mit grellen Kunststofflaminaten beschichtet wurde. Die Entwürfe von Memphis markieren das Ende und den Höhepunkt der italienischen antifunktionellen Designbewegung der 60er Jahre. Und die Gruppe etablierte eine ungekannte stilistische Beliebigkeit und brach endgültig den im Design vorherrschenden Doktrinen Form follows Function oder von Ludwig Mies van der Rohe Less is More. Diese Verspieltheit von Memphis findet sich auch in weiteren Entwürfen wieder, zum Beispiel in denen von Mark Newson, der hier auf sehr innovative Weise mit Stahlblech gearbeitet hat. Und hier nochmal ein ganz kurzer Überblick über die Entwicklung des Designs und worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir vor dem Designer, vor der Industrialisierung, das Ornament einfach einen hohen Stellenwert hatte, weil die Objekte Einzelherstellungen waren. Das heißt, es konnte sehr viel Zeit investiert werden. Sie wurden individuell hergestellt für ein gehobenes Klientel. Und mit der Industrialisierung, mit der Mechanisierung von Prozessen musste eben Wiederholbarkeit zum einen stand im Vordergrund und vor allem natürlich auch der wirtschaftliche Gedanke, dass die Dinge einfach herzustellen seien, um so einem größeren Publikum zur Verfügung gestellt zu werden. Das Neue kam dann eigentlich mit der Entwicklung des Personal Computers und so eben unter anderem auch der Einfluss von Apple, weil wir auf einmal eben die Möglichkeit hatten, Dinge am Computer zu entwerfen, am Computer zu ändern, am Computer zu gestalten und diese dann auch wiederum auszugeben durch die Verbindung mit digital kontrollierbaren Prozessen. Und einer der größten Vorreiter dieser Zeit, der endlich mit dem Funktionalismus der Moderne brach, ist unter anderem Frank Gehry, hier das Guggenheim Museum in Bilbao. Eines der ersten Bauwerke, bei denen wirklich digitale Produktionsmethoden auch zum Einsatz kamen. Wir haben hier keine Gleichheit mehr. Alle diese Panels sind unterschiedlich, alle diese Panels sind Unikate und werden auch so hergestellt. Gehry's Wiggle Chair, auch hier versucht er eine neue Technologie, und zwar das Schneiden von Pappe, das Laserschneiden von Pappe, zu nutzen, um daraus Geometrien zu erzeugen, die so vorher nicht möglich oder realisierbar waren. Ich werde jetzt eine noch kürzere Abhandlung zur, wie gesagt, westlichen Architekturgeschichte geben und auch hier wieder im Hinblick auf die Bedeutung des Ornaments. Diese Grafik zeigt so ein bisschen, wie sich in der Architektur Stile abgewechselt haben. Und zwar angefangen von der traditionellen griechischen Architektur, die einen starken Einfluss auf die römische Architektur hatte. Und dann aber kam die mittelalterliche Architektur, die so gar keinem Stil wirklich folgte. Die romanische Architektur, die sich wiederum auf die klassische römische Architektur berufen hat. Die Gotik, die genau das Gegenteil war, das Inverse
Deswegen auch der Begriff Gotik. Die Römer haben den Begriff geprägt und nicht deshalb, weil diese Architektur von den Goten entwickelt wurde, sondern weil die Römer sie so als so barbarisch angesehen haben, dass sie nur gotischen Ursprung sein konnte. Die Goten, die großen Feinde der Römer zur damaligen Zeit. Die römische Architektur, wie wir hier sehen, ja, sehr, sehr stabil, sehr fest. Wir haben runde Bögen, hält einen am Boden, es gibt eine Stabilität. Und die Gotik wollte genau das Gegenteil. Die Gotik wollte aufstreben, die Gotik wollte nach oben, die Gotik wollte Spitzbögen, die wollte wirklich auch die Grenzen des Möglichen erreichen. Und das sehen wir natürlich in diesen wenigen gotischen Kirchen, die es gibt, die auch teilweise über 500 Jahre gedauert haben, bis sie fertiggestellt waren. Die Renaissance, die dann auf die Gotik folgte oder auch parallel sich eigentlich entwickelt hat, ging wieder zurück zur romanischen Architektur. Sie wollte wieder die Reduktion, die Einfachheit, Simplicity. Und dann kam der Barock. Und der Barock war natürlich wieder sehr stark von der Gotik beeinflusst, eigentlich das Ganze wirklich noch ad absurdum getrieben. Auch hier haben wir ein Aufstreben nach oben, aber barocke Kirchen oder dann vor allem auch Rokoko, eine Periode, die noch kürzer war eigentlich, sind überladen, fast schon kitschig. Mit Ornament, mit Gold, mit Details, dass man wirklich fast schon erschlagen wird von dieser Architektur, wenn man diese Räume, diese sakralen Räume betritt. Auf dem Barock folgte der Neoklassizismus, der sich wieder natürlich sehr stark an der römischen Architektur, auch an der griechischen Architektur orientierte. Art Deco, eine Mischform, eine Mischart. Auch hier finden wir zum einen klassisch-römische Elemente, wie hier die Rundbögen, aber auch gotische Elemente, das Aufstreben nach oben, die Leichtigkeit, die hohen, die langen Säulen. Dann kam die Moderne, auch hier wieder ein Beispiel von Corbusier, eher stabil. Der Funktionalismus trat wieder in den Vordergrund, die Einfachheit, die Reduktion auf das Wesentliche, wenn man sagen. Und dann die Postmoderne, die nicht mehr so genau weiß, was sie möchte. Die Postmoderne spielt mit verschiedenen Formen, mit neuen Technologien, mit neuen Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall kommt hier auch Komplexität wieder zum Vorschein, weil die Dinge nun einfach anders hergestellt werden können. So, und jetzt sind wir in der Gegenwart und die Frage ist, was kommt als nächstes? Und hier glaube ich, dass wir dem Ornament wieder einen neuen Stellenwert zuweisen können, weil dadurch eine neue Ästhetik, eine neue Formsprache auch entwickelt werden kann. Und ich werde zum Folgenden einfach ein paar Beispiele zeigen. Zum einen Zaha Hadid, die leider vor ein paar Jahren gestorben ist, aber sie war wirklich eine der Vorreiterinnen des digitalen Entwerfens, des digitalen Gestaltens. Sie erhielt 2004 als erste Frau den Pritzker Architekturpreis und sie ist auch bekannt als die Königin der Kurve, da sie die Architekturgeometrie befreit und ihr eine ganz neue expressive Identität verleiht. Der Baustil von Hadid lässt sich nicht einfach kategorisieren und sie hat sich nie als Anhängerin einer bestimmten Stils oder einer bestimmten Schule bezeichnet. Wir sehen aber natürlich, dass sie sehr stark inspiriert ist von dem, was wir grundsätzlich als Parametrik beschreiben, ein Ansatz, der auf Algorithmen und Computerskripten basiert, um Design zu generieren, anstatt es traditionell zu zeichnen. Parametrismus lehnt sowohl die Homogenisierung, also die serielle Wiederholung, als auch die reine Differenz, das heißt die Agglomeration unabhängiger Elemente, zugunsten von Differenzierung und Korrelation als Schlüsselkompositionswerte ab. Greg Lynn, amerikanischer Architekt, der auch sehr früh angefangen hat, sich mit digitalen Prozessen zu befassen, hier seine Blobwall. Auch hier haben wir Differenzierung. Keines dieser Elemente ist gleich, alle sind unterschiedlich. Ein ähnliches Projekt von Andrew Cutless, der in Los Angeles lebt und dort seine Firma Maxis Design betreibt, der an der AA in London studiert hat und das war sein erstes Projekt von 2004. Und auch hier sehen wir die Möglichkeiten des parametrischen, des generativen Entwerfens in Kombination mit digitalen Fertigungstechnologien. Eine Komplexität und ein Grad an Detail, der eben mit traditionellen Herstellungsmöglichkeiten so nicht möglich ist. Ähnlich technologiegetrieben sind die Arbeiten des kritischen Designers Ross Lovegrove. Hier ist ein Projekt von 2017 für die IMM in Köln.
Herzog und Dämmerer, ein Schweizer Architekturbüro, die sich auch mit diesen Möglichkeiten befassen, um großmaßstäbliche Architektur zu entwerfen. Ein gutes Beispiel ist hier das Olympische Stadion für die Olympischen Spiele 2008 in Peking, das sogenannte Bird's Nest. Und was hier gemacht wurde, hier wurde ein Algorithmus entwickelt, der ausrechnet, dass die Fläche zwischen diesen Verbindungen optimal ist. Das heißt, dass die Lücken zwischen den einzelnen offenen Stellen eben nicht zu groß und nicht zu klein werden. Und dieser Algorithmus iterativ läuft er durch den Prozess so lange, bis die optimale Form eben gefunden ist. Das ist eines der neuesten Projekte von Herzog und Dämmerer, die Elbphilharmonie. Und auch hier sehen wir nicht nur im Außenraum, sondern vor allem auch im Innenraum den Einsatz von digitalen Entwurfsmethoden und von digitalen Fabrikationstechnologien. Herzog Dämmerer, Sahara-Dietz sind natürlich sehr große Architekturbüros, die es wirklich auch leisten können, intern sogenannte Computational Units zu haben. Das heißt, es sind spezialisierte Einheiten innerhalb des Büros, die sich nur mit solchen Prozessen und solchen Methoden befassen. Ähnlich bei Sean Nouvel, der stark inspiriert ist auch von Formen, die in der Natur zu finden sind und dann durch Algorithmen, durch mathematische Prozesse diese Formen kopiert oder analysiert, kopiert und in einen anderen Kontext transferiert. Das hier ist das Louvre in Abu Dhabi. Hier die Idee, ein Dach, eine Haut zu gestalten, die einen Lichtregen simuliert. Dadurch, dass das Licht eben durch diese unterschiedlichen Schichten, durch diese unterschiedlichen Layer fließt, wird der Besucher praktisch im Licht gebadet. Jürgen Meyer-Haar, ein Berliner Architekt, der hier für diesen Pavillon in Sevilla ein sogenanntes Waffelsystem verwendet hat. Also das ist das, was wir in der Schokokussverpackung zum Beispiel auch haben, ein Stecksystem. Ähnliches Projekt habe ich auch selbst realisiert mit unserem Büro Responsive Design Studio in Köln. Wir haben hier einen Stuhl entworfen, der eben auch auf diesem System basiert. Und hier die Idee, dass das Material oder die Einzelteile eben flach verschickt werden können und dann zu Hause vom jeweiligen Kunden selbst zusammengesetzt werden und somit kann man eben Kosten ersparen und die Logistik vereinfachen. Wo wir gerade bei Projekten von unserem Büro in Köln sind, kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Das hier ist ein Projekt, das wir für Facebook gemacht haben in Kanada, für die Headquarters, eine Installation, eine Skulptur, die auf einer minimalen Oberfläche beruht, auf einer mathematisch beschreibbaren Grundform. Diese Grundform wurde dann panelisiert, das heißt, sie wurde trianguliert, sie wurde in Dreiecke unterteilt. Diese Dreiecke wurden dann so angeordnet oder so lange verschoben, bis sie alle ungefähr die gleiche Größe hatten. Und dann zusätzlich wurden jedem dieser Dreiecke die Ecken abgerundet, in der Mitte ein bisschen was rausgenommen und das Ganze dann mittels eines Lasercutters produziert, sortiert und dann am Ende leider händisch zusammengefügt. Das war dann schon sehr viel Arbeit. Aber solche Formen, solche Geometrien lassen sich klassisch eigentlich kaum noch gestalten und schon gar nicht produzieren. Also angenommen, man hätte all diese Dreiecke, die wirklich 9000 Elemente, die alle unterschiedlich sind, per Hand herstellen müssen, da wäre man schon sehr viel länger damit beschäftigt gewesen und vor allem auch mit ganz anderen Kosten hätte man rechnen müssen. Das ist ein weiteres Projekt, das wir realisiert haben letztes Jahr für eine Messe, einen Messestand. Auch relativ einfach, eine dynamische Form, die geschnitten wurde und dann eben mit Verbindern, Stahlrohren verbunden, auch digital produziert. Das wurde gefräst auf einer Fünfachsfräse. Und ja, das Schwierigste war hier im Prinzip, diese Verbinderelemente so zu platzieren, automatisch auch zu platzieren, also auch das ist nicht von Hand geschehen, so zu platzieren, dass das Gesamtgerüst stabil genug ist. Philip Beasley, ein kanadischer Architekt, der sich auch wirklich sehr stark mit den Möglichkeiten, den neuen Gestaltungsmöglichkeiten befasst und mit den neuen Produktionsmöglichkeiten auch. Die Elemente, die in seinen Installationen, seinen Skulpturen sind, sind alle digital produziert. Und das Interessante an seiner Arbeit ist auch, dass er es eben schafft, diese Dinge mit einem gewissen interaktiven Komponenten zu verbinden. Das heißt, er kreiert wirklich eine neue Art von Architektur, die natürlich sehr künstlerisch ist, sehr künstlich auch wirkt. Aber die Idee, dass Architektur eben mehr ist als einfach nur statischer Raum, sondern dass Architektur auch lebendig sein könnte oder lebendig werden sollte in der Zukunft.
When people walk into the environment of this kind of sculpture, some reactions are quite anxious. What on earth am I looking at? What is this? Is it a science experiment? What is it for? But then the work starts to respond back. And so those kind of questions tend to turn pretty quickly into a kind of a curious, even wondering conversation. I'm Philip Beasley. I'm a sculptor and an architect, and I work with experimental systems as part of quite a large research group called the Living Architecture Systems Group that's developed quite a strong collaboration with colleagues in Indiana. We conceived the idea of making a very substantial test bed, a sculpture which could embody some of the spirit here at Luddy Hall, thinking about how engineering could shift and involve emotion and deeply felt values and the kind of interwoven, interconnected systems that make up our world. There are whispers that will quite literally speak back to you as you move throughout this piece. There are gestures, small vibrations and twitches. There's emanations of light, tiny bursts of light that will ripple out in waves. And those are keyed to work with your own gestures as well, and your own movements. We work very deliberately with open-ended exploration, where the environment is acting and offering itself, and where the reactions are available, and people are simply invited to explore and discover their own relationships. Eine weitere interessante Gruppe, die sich wirklich explizit, und das sagt auch schon der Name, mit Computational Design befasst, ist das Institute for Computational Design an der Universität Stuttgart, geleitet von Professor Achim Menges, der auch von der Architectural Association, der AA in London, eben kommt. Und das ICD realisiert jedes Jahr, teilweise auch mehrmals im Jahr, einen Research Pavilion, bei dem sie unter anderem generative parametrische Entwurfprozesse mit digitalen, vor allem robotischer Fabrikation in Verbindung bringen und versuchen, dort die Limits des Möglichen zu erreichen. Das hier ist der Pavillon von 2013, 2014, bei dem es darum ging, mit Carbonfasern und Glasfasern zu arbeiten. Das heißt, die Roboter haben diese Fasern untereinander verwoben. Hier haben wir den von 2015, hier ging es darum, Holz zu biegen, zu laminieren auch. Das hier ist nochmal die Idee der Carbonfasern aufgegriffen, realisiert auf der Bundesgartenschau 2019. Der Pavillon hat natürlich eine große Rolle, vor allem in der Forschung, in der architektonischen Forschung, in dem, was an den Hochschulen passiert, weil er als Archetyp für die Architektur stehen kann, also für größere Gebäude, und man aber in einem kleineren Maßstab Dinge relativ schnell realisieren kann. Das hier kommt von der Bartlett, das ist der sogenannte Steampunk Pavilion, der auf der Tallinn Architecture Biennale 2019 realisiert wurde. Und was hier nicht nur interessant ist, ist die Form, die auf einem Schwarmalgorithmus beruht, also sehr dynamisch das Ganze. Es sieht fast so aus, als würde es sich bewegen. Interessant ist aber auch die Art der Produktion, der Herstellungsmethodik, weil wir jetzt auf einmal so eine große Komplexität erreicht haben, dass diese Dinge mit klassischen Methoden gar nicht mehr abbildbar sind. Also man könnte, es wäre fast unmöglich, hiervon einen Plan zu zeichnen, der dann den jeweiligen Baumeister erläutert, wo jetzt wie verbunden werden muss und welches Teil zum nächsten kommen muss. Und deswegen haben die Entwickler oder die Entwerfer hier auch neue Technologien in der Darstellung von Informationen, in der Kommunikation von Informationen genutzt, und zwar VR-Brillen, um sogenannte eine augmentierte Realität zu erzeugen. Das heißt, der Nutzer oder derjenige, der die Brille trägt, sieht das digitale Modell dem physischen überlagert und kann so relativ schnell entscheiden, ob das Ganze richtig ist, welches Teil wohin gehört und was wie mit welchem verbunden werden muss. Auch ein Projekt von der Bartlett Mickey Matter. Hier sehen wir nochmal Dinge, die auch bei Greg Lynn vielleicht schon zum Vorschein kamen oder bei
Andrew Cuddles, also diese Blobformen, die hier zusammengesetzt werden, um Möbel zu erzeugen. Alvin Huang mit seiner Firma SDE Synthesis Design, der vormals bei Amanda Levet Architects in London gearbeitet hat, unter anderem auch von der AA. Hier mit seinem Pure Tension Pavilion für Volvo, der mit Solarzellen bestückt ist, um so dieses Elektrofahrzeug zu laden. Auch er befasst sich mit diesen neuen Möglichkeiten, insbesondere 3D-Druck, um Objekte im Maßstab 1:1 zu produzieren, herzustellen. Ähnlich Marco Hämmerling und Ulrich Nether, zwei deutsche Architekten, die 2014 den Generico-Chair produziert haben, auch hier 3D gedruckt und hier die Idee, dass eben Material nur an den Stellen gedruckt wird, an denen es auch wirklich nötig ist, also nur an den Stellen, wo Kräfte fließen und dadurch entsteht diese Art von Knochenstruktur. Joris Lahmann, ein niederländischer Designer, der sich seit vielen, vielen Jahren mit 3D-Druck und den Möglichkeiten digitaler Produktion befasst. Hier der Armchair und sein Bonechair,
der Adaptation Chair, wo wir auch hier jetzt wirklich eine ganz andere Ästhetik nochmal sehen, die, wie vorhin schon gesagt, traditionell mit traditionellen Methoden so nicht herstellbar wäre. Das Ganze nimmt dann auch zu in seinen Arbeiten im Aluminium Gradient Chair, der auch digital mit Laser und mit 3D-Druck realisiert wurde. Das ist ein Gradient Lounge Chair. Und diese Ideen der Differenz, ja, der Unregelmäßigkeit und der Heterogenität, all das sind Möglichkeiten, die erst durch diese neuen Technologien ermöglicht werden. MX 3D Bridge, auch dort war Joris Lahmann involviert, und zwar wird hier nicht nur eine neue Technologie angewendet, sondern wirklich eine neue Technologie entwickelt, und zwar das großmaßstäbliche Metalldrucken. Das Metalldrucken ist schon seit längerem möglich natürlich, aber nur in sehr kleinen Bauraum mit sehr komplexen Maschinen durch Lasersintering. Und hier, was hier eigentlich entwickelt ist, ist eine Brücke, die von einem Roboter hergestellt wird, der im Prinzip schweißt. Nagami von Manuel Jiménez Garcia gründete Firma hier mit dem Voxel Chair. Auch diese Firma hat ihre eigene 3D-Drucktechnologie im Prinzip entwickelt, mit Hilfe von Industrierobotern, die Draht schmelzen und aber nicht eben wie im FDM-Verfahren, wo wir Schicht für Schicht Objekte aufbauen, diese mehr oder weniger im freien Raum zeichnen kann. Thank you.
Nagami, die als Firma nun auch mit Architekten zusammen kooperieren. Hier unter anderem Zaha Hadid, aber auch mit Daniel Wiedrich oder eben eigene Produkte, hier eins von Manuel Jimenez Garcia aus dem Jahr 2019 und auch mit Ross Lovegrove. When you're faced with something like that, remember these are forms that in the past maybe you'd draw, but you simply couldn't make, and unless you had somebody spending weeks doing it. So I think we shouldn't underestimate the freedom that contemporary technologies give the fertile mind. But you need the kind of you need both, you know, you need the design mind, which is kind of move things up, and then you need this other algorithmic mind, you know, the one that can kind of step in and understand the complexity of mathematics. You're building in thin air without a mold. And I'd like to bring in new species, new things that people have never seen before. Now is that moment, right? Mary Oxman, Professorin am MIT, die sich auch sehr stark eben mit dieser Idee der digitalen Produktion befasst, aber auch dem Material, das Material als Grundlage, als Basis, dieser Bottom-up-Approach, also dass wir aus dem Material heraus die Form entwickeln, genauso wie das in der Natur auch passiert, dass das Material die Konstruktion vorgibt und aus der Konstruktion dann die Form entsteht. Das ist auf Basis ihrer Entwürfe. Eines ihrer älteren Projekte von 2008 ist der Beast, die Beast Chaise Longue, hier 3D gedruckt, unter anderem mit Stratasys zusammen. Gemini Acoustic Chaise in 2014, hier hat sie diese Idee der hybriden Materialität eigentlich auch nochmal vorangetrieben. Also sie nutzt Technologien, die sie erlauben, Materialien herzustellen, die multiple Eigenschaften haben, die sich graduell verändern können, von fest zu weich, von transparent zu opak oder auch in ihrer Farbigkeit. Und das hier zum Einsatz gekommen ist. Francis Bitonti, auch ein amerikanischer Designer, der eigentlich einer der ersten war, der wirklich groß maßstäblich, zumindest im Fashion-Bereich 3D gedruckt hat, hier mit einem Kleid für die Burlesque-Tänzerin Dieter von These, das perfekt auf ihren Körper angepasst war, also aus 23 Einzelteilen besteht, die dann zusammengefügt wurden. Iris van Herpen, eine niederländische Modedesignerin, Haute Couture-Entwerferin, die sich auch seit vielen Jahren schon mit den Möglichkeiten des 3D-Drucks befasst, um eben eine neue Formsprache, eine völlig neue Ästhetik auch zu entwickeln. Etwas, das eben mit traditionellen Methoden und Möglichkeiten so nicht machbar ist. Auch hier nochmal ein Projekt, das eigentlich ganz spannend ist, finde ich, wie dieses Essbesteck, das natürlich in dem Fall, also der Löffel ist absolut nicht funktional, rein ornamental, aber wie die Idee des Bestecks, das eigentlich auch sich seit vielen tausend Jahren in seiner Funktion nicht verändert hat, aber in seiner Form natürlich schon, in seiner Materialität natürlich auch, in seiner Manifestierung. Und wie das eben durch neue algorithmische Prozesse, wie das aufgegriffen werden kann, um etwas Neues zu gestalten. Und ganz interessant natürlich auch die Arbeit von Benjamin Dillenpogger und dem Digital Building Technologies Institut an der ETH Zürich, die sich sehr stark im architektonischen Kontext mit diesen Methoden für 3D-Druck in erster Linie befassen. We'll be right back.
was jetzt hier in dem Video nochmal natürlich ganz klar zum Vorschein kam, ist auch, dass es eben nicht nur um eine formale Ästhetik geht, sondern dass man Funktionalität und Formalität auch sehr stark verbinden kann. Also hier wurde etwas entworfen, designt, das kraftflusstechnisch optimiert wurde und trotzdem eine Formsprache hat, die wir so nicht kennen. Und das ist eigentlich das Spannende, wenn es jetzt wirklich darum geht, diese Dinge zu verbinden, ne? und Komplexität und Simplicity in einem zu haben. Ein weiteres Projekt des gleichen Instituts ist die Concrete Choreography. Und das war ein Abschluss oder ein Projekt von Masterstudierenden. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Ich schließe meinen Vortrag ab mit der Arbeit von Michael Hansmeier, der meiner Meinung nach wirklich dieses digitale Ornament zum Höhepunkt bringt in seiner Arbeit. Das ist schon ein sehr altes Projekt von ihm, von 2010, Subdivided Columns. Michael Hansmeier entwickelt seine eigenen Algorithmen basierend auf sogenannten Subdivision-Prozessen, hier noch mit Lasercuttern realisiert. Das ist der Prozess, ja, so funktioniert das Ganze. Und das Ganze basiert eben wirklich auf einem relativ einfachen Algorithmus, der ihm aber erlaubt, eine unendlich detaillierte Komplexität zu erreichen. Und in den Gesprächen, Michael, hat er mir gesagt, dass er eigentlich so weit gehen möchte, dass er auf Voxelgröße seine Geometrien kontrollieren kann und auch produzieren. Wenn wir jetzt später mal sehen, er hat dann, hier ist das Ganze noch gesliced, weil damals hat er noch nicht die 3D-Drucktechnologie zur Verfügung gehabt, die er heute hat. Das heißt, es wurde gesliced und es wurde mit einem Lasercutter ausgeschnitten, Schicht für Schicht aufeinander geklebt, was natürlich eine Wahnsinnsarbeit war. Das Ganze aus 1 mm Pappe zu realisieren, hat dann später eine Firma gefunden, die großmaßstäblich Sandstein 3D drucken kann. Und dadurch dann natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten der Realisierung erhalten. Wie gesagt, das war 2010, 2017, dann 2015 hat er Digital Grotesque Nummer 1 realisiert, 2017 dann Digital Grotesque Nummer 2, auch gemeinsam mit Benjamin Dillenburger. Und hier dann eben schon den Prozess des 3D-Drucks verwendet. Und wie gesagt, er möchte eigentlich so weit gehen, dass er,
das Problem ist, er stößt an die Grenzen der Rechenleistung, weil alles in diesen Objekten voneinander abhängt. Das heißt, es kann nicht unterteilt werden, es kann nicht parzelliert werden. Und dadurch die Leistung der ihm zur Verfügung stehenden Rechner das eigentlich nicht mehr erbringen können. Er möchte aber, wie gesagt, so weit gehen, dass er auf Sandkorngröße bestimmen kann, on oder off, ob dort Material hinkommt oder eben nicht hinkommt. Und das ist eines seiner letzten Projekte. Er macht jetzt auch einen Maßstabsprung. Er geht weg von der Grotte, vom Pavillon-Maßstab hin zur Bühnenarchitektur. Und das ist eine Architektur, die er für die Zauberflöte entworfen und entwickelt hat. Und damit bin ich auch am Ende meines Vortrags. High Resolution Design through Computation. Ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile, und das sind ja jetzt auch schon, das sind Projekte, die sind zum Teil über 10, 15, 20 Jahre alt. Wenn wir dann denken, wann Gary das Guggenheim Museum realisiert hat, das war in den 90ern. Wir sind jetzt wirklich so weit, dass wir großmaßstäblich auch bauen können, auch drucken können, digital, dass wir die Möglichkeiten haben, die Tools, die Rechenleistung, um komplexe Geometrien zu visualisieren, auszugeben. Und dass jetzt immer mehr, glaube ich, das Ornament auch wieder zurückkommen wird in die Architektur und einen neuen Stellenwert bekommen wird, der eben jenseits der reinen Formalität ist, sondern auch Funktionalität und Formalität endlich miteinander verbinden kann. Dankeschön.